Am 1. Oktober tritt er zum letzten Mal in der Öffentlichkeit auf. Mit schwachen Bewegungen grüßt er eine Menschenmenge, die die Einmischung des Auslandes zurückweist, während sie seinen Namen ruft. Solo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y cierrita en la clase política, en contubernio con la subversión comunista, terrorista y social, que a nosotros nos honra, a ellos les envilece. ¡Arriba España! Nur ein paar Tage später erleidet er einen Infarkt. Es ist der Anfang vom Ende.